bin der Frank Recke von der Firma Busch & Müller aus Meinerzhagen und ich möchte euch heute ein bisschen was über die Neuheiten bei uns aus dem Hause erzählen zum Thema Elektrofahrrad, Elektrobike, Pedelec im weitesten Sinne. Also alles, was wir heute letztendlich unter dem Thema verstehen. Und da möchte ich gerne mit was Kleinem beginnen, etwas sprichwörtlich Kleinem. Und zwar haben wir gemacht neu ein Rücklicht, das nennt sich MÜ, genau auch so geschrieben wie MÜ. Und wir haben es in Schwarz, wir haben es in Silber, wir haben ein Aluminiumgehäuse. Wir haben die Variante für Pedelecs genauso zu haben wie auch für normale Räder in dem Fall, also nicht nur reine Pedelec-Lösung, auch für normale Räder mit Dynamo geeignet. Kommt zu diesem Herbst, wird preislich liegen im Bereich 45 bis 50 Euro circa. Gibt es auch als Variante für Schutzblechmontage, sieht dann ungefähr so aus. Schutzblechmontage wie auch für Strebenmontage geeignet oder Sattelstütze. Und sind beide Fahrversionen dann auch jeweils für Pedelecs und für Dynamobetrieb geeignet oder? Beide Varianten sind für beide auch geeignet. Also für DC wie für AC beides geeignet gleichermaßen. Wenn wir beim Rücklicht bleiben, also sprich rückwärtiges Licht nach hinten, haben wir neu das Toplight Line. Das ist ein relativ schon langlebiges Produkt bei uns, aber ganz neu für die Pedelecs. Jetzt mit dem K-Prüfzeichen ein Bremslicht. Das gab es die ganze Zeit noch nicht, auch nicht von uns. Das ist komplett neu. Also wir haben ein Rücklicht, was das K-Prüfzeichen hat für ein juristisches Fahrrad. Ansteuerbar über den Geber, über den Bremshebel. Und wenn ich dann ziehe, beim Pedelec die Bremse ziehe, dann leuchtet das Rücklicht heller auf. Das gibt es schon längere Zeit auch bei den 45ern, bei den S-Pedelecs. Und jetzt seit dem letzten Jahr, seit Mitte 2017 auch erlaubt fürs normale Fahrrad. Und dann hat uns das Rücklicht noch gefehlt. Jetzt haben wir es. Wäre machbar, wäre nachrüstbar. Ist wahrscheinlich eher eine Lösung für die Erstausrüstung, aber wäre auch nachrüstbar für den Menschen draußen. Oder ihr habt jetzt hier auf dem Messestand das Bremslicht verbaut mit einem Magura-Bremshebel. Wird es auch für andere Bremshebel kompatibel sein? Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei anderen Namen sind, zum Beispiel für Tektro geeignet auch. Also für jeden, der halt praktisch einen Geber hat, der das kann, das Signal bedienen, den Kurzschuss letztendlich, den können wir das rein theoretisch verarbeiten. Das ist kein Problem. Was komplett Neues ist für die Front unser erster Fernlichtscheinwerfer, der IQ-XM, Aluminiumgehäuse auch, sieht ungefähr so aus oder wird so aussehen. Es wird ihn auch in Schwarz noch geben, nicht nur in Silber. Und wir haben jetzt hier, das ist jetzt natürlich nur hier für die Messe, eine Funktion, also eine Akkugeschichte, ein Akku, der das Ganze antreibt. Den Strom kriegt er natürlich vom Pedelec. Wir haben einen Taster, ähnlich wie bei einem PKW auch, wo wir einmal ein Grünlicht haben, das ist die Ablendlichtfunktion. Und wenn ich dann einmal taste, habe ich hier ein blaues Licht und das ist dann Fernlicht. Wir brechen hier in diesem Moment wirklich dann die Hell-Dunkel-Grenze komplett auf, also leuchten deutlich über der Hell-Dunkel-Grenze und der Fahrradfahrer hat damit deutlich mehr Sicht in der Weite. Ja? Kann er dann schalten oder muss er ja auch schalten können. Bei Gegenverkehr muss er das natürlich auch wieder runterschalten können. Das muss natürlich gegeben sein. Verfügbar ab dem Spätherbst, wird kosten, wenn wir mal kurz bei Preisen sind, ungefähr 199 Euro. Und ist auch, wie man es von euch gewohnt ist, für einen großen Spannungsbereich geeignet? Ja, hat einen weiten Spannungsbereich. Was die Einspeisung angeht, ist das geeignet von bis. Ja, ist korrekt. Man muss dann im Einzelfall nochmal in die Antriebe reinschauen, ob die entsprechend die Leistungen auch zur Verfügung stellen. Das kann ich jetzt hier pauschal nicht für alle Systeme sagen, aber für die gängigen Systeme am Markt problemlos einsetzbar. Dann haben wir eine etwas besondere Geschichte noch, die einen bis jetzt etwas kleineren Kreis im Markt zugänglich ist. Wir haben auf Basis von Monkey Link einen Scheinwerfer oder haben wir zwei Scheinwerfer gemacht, die Monkey Link ready sind. Das ist einmal von uns der IQX mit dem entsprechenden Sockel, den man hier per magnetisch-mechanischem System einfach dran klippt. Versorgung übers Pedelec, wie man hier sieht, ne, also das soll es ja sein. Also Stromversorgung übers Pedelec kommt, wird geschlossen der Kreis, indem ich das hier schließe und dann schnell auch wieder abmachen kann. Ist eine recht pfiffige Sache. Gibt es auch nochmal als Lösung mit dem etwas kleineren Scheinwerfer, mit dem XS von uns.
Und da bewegt sich das beim Preis ungefähr bei 129 Euro. Und bei der Variante mit dem IQX E sind wir bei 189 Euro circa im Laden. Dann nochmal eine allgemeine Geschichte zum Thema S-Pedelec. Da habe ich hier im Grunde genommen ja, so einen Aufbau von einem kompletten S-Pedelec. Wir brauchen beim S-Pedelec inzwischen ja, das bremst sich schon längere Zeit. Da gibt es hier die Lösung, schon wie gerade eben auch schon erwähnt, schon etwas länger. Auf einen entsprechenden Geber hin von Magura oder von Tektor zum Beispiel habe ich ein Signal und es leuchtet deutlich heller auf. Ich habe eine Kennzeichenbeleuchtung hier integriert an dem Träger. Ich habe natürlich das passende Licht mit dem entsprechenden E-Prüfzeichen, was ich haben muss. Wir haben hier drunter auch seit dem letzten Jahr neu eine Lösung. Achtung, jetzt wird es ein bisschen lauter. Eine Hupe. Upsa, das ist natürlich ein schöner Vorführer jetzt. Hört sich ungefähr so an. Und wir brauchen natürlich den passenden Spiegel, der ein E-Prüfzeichen braucht. Und dann ist das E-Bike zumindest mal an der Stelle komplett ausgestattet. Wir haben hier natürlich noch die Seitenrückstrahler. Das muss natürlich auch noch sein. Aber was das Lichttechnische angeht oder Ausstattungstechnische, ist das so hier der letzte Stand beim S-Pedelec. Ja, und das war es so im Großen und Ganzen zum Thema E-Bike-Spezialitäten. Ich könnte jetzt natürlich noch erwähnen, dass wir viele, viele Sonderlösungen haben für bestimmte Hersteller, also Radhersteller, exklusive Lösungen, die wir nur mit diesen so verwirklichen. Auf die kann ich jetzt hier leider nicht weiter eingehen, weil das extrem viele sind. Aber so für den, ich sag mal, Massenmarkt, wenn ich das so sagen darf, im Pedelec- oder E-Bike-Bereich, sind das die wichtigsten Neuheiten. Eine Frage vielleicht noch zu den Scheinwerfern, die jetzt auch neu kommen mit Fernlicht. Wird diese Fernlichtoption auch für normale Pedelecs, also nicht nur S-Pedelecs, zugelassen oder ist die ausschließlich den S-Pedelecs vorbehalten? Das ist, wie hier gezeigt, eine reine Lösung für juristische Fahrräder. Das heißt, das kann jedes normale Pedelec bis 25 Kilometer unterstützt fahren. Ist erlaubt, wäre erlaubt. Das ist ja im Zuge der Novelle im Juni letzten Jahres, also im Juni 2017, hat sich das ja geändert. Von da an war das ja erlaubt offiziell. Und das betrifft hier in diesem Fall die normalen Fahrräder. Also Pedelecs in dem Fall. Für Dynamo aber nicht geeignet. Das ist wirklich nur eine reine Lösung für Pedelecs. Ja? Und über weitere Produkte in dieser Richtung muss man sich halt Gedanken machen, was da eventuell noch kommt oder so. Da kann ich im Moment nichts zu sagen. Dankeschön. Gerne. Okay.